Ja, nochmal herzlich willkommen von der Pause. Wir wollen jetzt SD-Aufgabe 1 von Hannover besprechen. Und zwar die Aufgabe jetzt ist dieses hier. Wir haben Aufgabe 1, das ist ein Prüfungsvorschlag. Es gibt normalerweise Prüfungsvorschläge aus dem Studierendenkolleg Hannover aus Deutschland. Und dann einen Vorschlag wählt man und dann schreiben Sie diesen Vorschlag, also zwei davon, einen Weg genommen. Ich werde jetzt die Aufgabe 1a machen, erstmal, nicht die 1b. 1b haben Sie gerade gemacht. Ja, das dauert ein bisschen. Wie viel haben Sie gebraucht, um diese Aufgabe zu lösen? 1,5 Stunden habe ich gerechnet. Yeah. Und das soll nicht sein. Also Aufgabe 1b muss innerhalb von 35 Minuten eigentlich gelöst werden. Aufgabe 1a vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten und hier 30 Minuten ungefähr. Und Aufgabe C nochmal der Rest. Das heißt insgesamt Aufgabe 1 müssen Sie eine Stunde schaffen. Wenn Sie eine Stunde nicht schaffen, dann... Also wenn ich sehe gerade, Sie haben 1,5 Stunden gebraucht, das ist noch weiter weg von dem Standard. Ja, aber ist okay, denn Sie sind ja gerade bei dem ersten Mal diese Aufgabe gesehen, gelöst und gelernt. Verstehen Sie ja? Das heißt, zu Hause müssen Sie auch selbst Übungen machen. Wo findet man die Übungen? Zum Beispiel in der Internetseite www.studienkolleg.com oder andere Studienkolleg, FSD, Beispiele aus verschiedenen Studienkollegen. Also, der Standard ist eine Aufgabe, eine Stunde. Ich finde, diese Aufgabe als A ist die einfachste von Aufgaben. Hier ist relativ schwer. Die schwierigste ist immer die gebrochen rationale Funktion. Diese hier. Und warum ist das so schwierig? Weil es gibt keine Zahlen, sondern es gibt Parameter. Es gibt Zahlen zwar, aber es gibt Parameter. Diese Parameter kann sich ändern, je nach dem Bedürfnis. Und das brachte diese Aufgabe sehr schwer. Alles klar? Okay, gut. Ich sage jetzt das, damit Sie vorbereitet sind. Aufgabe 1a. Wir wollen jetzt gemeinsam nachdenken. Der Graph einer ganz rationalen Funktion dritten Grades. Was bedeutet dritten Grades? Das bedeutet, die höchste Potenz der x ist x hoch 3. Stimmt? Und diese ist eine. Eine bedeutet, das ist noch nicht bekannt, noch nicht erwähnt. Es ist wie in Englisch. A boy, nicht the boy. Verstehen Sie? Das ist eine ganz rationale Funktion, nicht die ganz rationale Funktion. Das bedeutet, sobald ich das lese, ich weiß, die Aufgabe 1a geht es um eine Funktion f von x und f von x hat die x hoch 3 die größte Potenz und dann natürlich x Quadrat danach und dann ein x, stimmt's? Und danach x hoch 0 oder schreibt man manchmal nichts, also x hoch 0 ist 1. Und hier ist eine Variable a, weil das noch nicht bekannt ist, b, c, d. Das ist die allgemeine Form eines Polynoms. Oder hier in dieser Aufgabe eine ganz rationale Funktion. Also Polynom oder ganz rationale Funktion. Ganz rationale Funktion. Habe ich dann eigentlich schon gedrückt? Schon, ne? Ja, schon. Ah, ja. Ganz rationale Funktion dritten Grades.
des dritten Grades, das bedeutet. Okay, das ist das Polynom. Nun, was ist denn eigentlich gefragt? Wir wollen jetzt gemeinsam lesen und wir wollen auch verstehen, was fragt eigentlich. Der Graph, manchmal fragt man auch mit PH schreiben, stimmt's? PH ist okay oder mit F ist okay. Der Graph einer ganz rationalen Funktion schneidet die x-Achse an dieser Stelle, hat an dieser Stelle bla 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 eine Wendepunkt, hat dann auch eine Wendetangente mit dieser Gleichung und wir sollen die Funktionsgleichung bestimmen. Funktionsgleichung bestimmen bedeutet, Sie sollen diese ax hoch 3, bx² plus cx plus d genau bestimmen, was sind dann die a, b, c und d. Verstehen Sie? Ja. Bevor wir jetzt alle Informationen genauer nochmal ansehen, ich will erstmal die Ableitungen machen. Ableitungsfunktionen. Ableitungsfunktionen. Die erste Ableitung, der f nach dx, ist, hilft mir jemand? Der f nach dx ist 3a x² plus 2b mal x hoch 1 plus c mal x hoch 0 oder c. Genau. Das ist die erste Ableitung. Die zweite Ableitung. Hatto, warum brauchen Sie zweite Ableitung überhaupt? Schau, die Frage hat mit Wendepunkt zu tun. Stimmt's? Und auch Wendetangente. Wendetangente bedeutet eine Wendegerade. So kein Fokus. Erstmal. Ja? Wendefokus. Wendetangente bedeutet eine Gerade, die diesen Wendepunkt berührt. An den Graph oder an die Kurve. Ich habe akkusativ gesagt, ja, Tangente an die Kurve, an den Graphen. Das ist komisch eigentlich. Für mich ist es komisch mit akkusativ. Das ist jetzt der Graph. Zum Beispiel, das ist der Graph. Das ist der Graph. Und das ist die Tangente. Diese Graph, diese Tangente, diese Gerade, die den Graph berührt, heißt Tangente. Tangent Line. Tangente, Tangent Line. Stimmt's? Tangent Line bedeutet eine Gerade, die die Kurve berührt. Das Problem ist auf Deutsch, wäre das auf Englisch, ich sage das Tangent Line at the graph, at the curve. Bitte? At the. Auf Deutsch habe ich übersetzt, die Tangente an dem Graph. Habe ich damals übersetzt, an dem Graph. An der Kurve. Warum an dem Graph, an der Kurve? Dativ oder Akkusativ? Dativ, stimmt's? Tangent line at the curve. Tangente an dem Graph. An der Kurve habe ich gedacht. Aber ich habe viel gelesen. Das ist nicht so. Komischerweise Akkusativ. Tangente an die Kurve. Tangente an den Graph. Wieso Akkusativ? Ich habe dann die Deutschlehrerin, damals Frau Jutta, eine sehr tolle Deutschlehrerin, sogar die beste, finde ich, ja, die ich je gesehen habe. Ja, sehr toll und sehr nett. Diese Deutschlehrerin hat mir gesagt, das kann doch nicht sein, das soll doch eigentlich auch Dativ. Und dann, wir haben recherchiert, tatsächlich, nach unserem Recherchieren, kennen Sie das Wort Recherchieren? Ja. Nach Recherchieren haben wir gesehen, das ist tatsächlich Akkusativ. Also ab jetzt merken Sie, das ist nicht intuitiv. Stimmt's? Intuitiv, so für mich zumindest, intuitiv wäre das Dativ. Tangente, Tangentengerade, an dem. Für mich, an dem Graph. Aber richtig ist nicht so. Tangente an dem Graph. Alles klar? Ich möchte jetzt schreiben, damit Sie das auch
verstehen. Also diese zweite Ableitung erstmal möchte ich 6ax plus 2b. Und warum brauchen wir das? Weil wir haben Tangente. Tangente oder Tangentengerade. An, schreiben Sie mir, an den, an den Graph. Manchmal an den Graph, manchmal an den Graphen, das ist völlig egal. Oder an die Kurve. An die Kurve von R von X. Wow, das ist mind-blowing, das ist überraschend. Ja? Das habe ich nicht gedacht. So, dritte Ableitung, vielleicht braucht man, vielleicht nie, das weiß ich nicht. Aber ich möchte jetzt Sie fragen. Wie viele Unbekannten hat man? Wie viele Unbekannten hat man bei fx, f von x? Wie viele Unbekannten hat man? A, B, C, D. Das heißt, Sie haben vier Unbekannten. Faustregel, Rule of Thumb, stimmt nicht immer, aber Faustregel, Rule of Thumb, in der Regel. Wenn man vier Unbekannten ermitteln, bestimmen möchte, braucht man auch vier gleiche. Das ist Faustregel. Das stimmt nicht so ganz eigentlich. Ja, sobald man Matrizen lernen, Matrix, ja, dann stellen Sie fest, das ist nicht immer so. Aber Faustregel kennen Sie? Rule of Thumb? Kennen Sie Rule of Thumb? Martin, kennen Sie nicht Rule of Thumb? Rule of Thumb, was bedeutet Rule of Thumb? Weiß nicht. Aturan Kasa. Aturan Sekilas. Aturan yang tidak patent sebenarnya. But it works. Rule of Thumb. Oke? Okay? Nah, di Faustregel, man nennt das Faustregel. Wie viele Unbekannte hat man bei Fx? 4 Unbekannte. Wir Unbekannte. Deshalb braucht man braucht, wie viele? Vier Gleichungen, um die vier Unbekannten zu lösen. Braucht man vier Gleichungen. Wenn man sechs Unbekannten, dann braucht man sechs Gleichungen. Okay? So. Nun, wir wollen Information 1 aus der ersten Information oder Angabe. Aus der ersten Angabe oder aus der ersten Information wollen wir eine Gleichung aufstellen. Nicht eine Gleichung machen, sondern das Verb ist eine Gleichung aufstellen. Verstehen Sie? Eine Gleichung aufstellen. So, was ist dann die erste Information, meine Damen und Herren? Was ist die erste Information? Also nicht da, Entschuldigung, falsch. Hier in meiner Map. Die erste Information ist, Tante Kimberly, Tante Sarah vielleicht, was ist die erste Information? Genau. Die erste Information ist Schnittpunkt. Das heißt, ich kann schreiben, die erste Information ist Schnittpunkt. x0 ist gleich
minus 5. Das ist noch keine Gleichung. Aber wie kann ich eine Gleichung bekommen aus der Nullstelle? Oh ja, ganz klar. Nullstelle bedeutet, der Funktionswert, the y-value, der Funktionswert an der Nullstelle ist gleich minus 5? Plus 5? Was bedeutet Nullstelle? Nullstelle bedeutet etwa wie hier. Ich zeichne jetzt wie hier. Wo ist die minus 5? Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Stimmt's? Minus 5 ist hier. Und wo ist dann der Schnittpunkt mit der x-Achse? Ist das hier? Ist das dort? Aha, das ist dort. Das bedeutet, dieser Punkt ist mein x-Achse-Schnittpunkt. Stimmt's? X-Achse-Schnittpunkt. Und wie lautet unser x-Achse-Schnittpunkt, meine Damen und Herren? Die Koordinaten lauten? Minus 5, 0. Das ist die x, das ist der y-Wert. Und der y-Wert ist nichts anderes als der Funktionswert. The value of the functions. Correct? An welcher Stelle? An der Stelle x0. Das bedeutet, als x0 gerade minus 5, der Funktionswert ist gerade 0. Danke sehr. Are you with me? Denn dieser hier ist immer 0. Got it? Okay. Was kann man damit machen? Ja, ganz einfach. Wir kennen doch die Funktion. Ax hoch 3 plus bx² plus cx plus d. Wenn ich dann alles für x0 einsetze in die verschiedenen x, dann hat man den Wert, 0. Stimmt's? Und genau das ist der Satz hier. Are you with me? Haben Sie verstanden? Ja, lass uns einsetzen. A mal 0 hoch 3. Stimmt's? Plus B mal 0 Quadrat plus C mal 0 plus D ist gleich 0. Der Funktionswert ist gleich 0. Entschuldigung, falsch. Minus 5, alles minus 5. Hm. Gut, dass ich Fehler mache, dann Tante Kimberly ist wach geworden. Minus 5, das ist fast beim Schlaf, habe ich gesehen. Minus 5 hoch 3. B mal minus 5 Quadrat. Cx bedeutet? C mal minus 5. Plus D gleich 0. Ist das eine Equation? Ist das eine Equation? Ist das eine Gleichung? Ja, das habe ich dann geschafft, eine Gleichung aufzustellen. Wobei A, B, C, D sind noch unbekannt. 25b minus 5c plus D ist gleich 0. Ah ja, das ist die erste Gleichung. Korrekt? Korrekt. Haben Sie noch andere Gleichungen? Ja, muss man haben. Wie viele Gleichungen muss man noch sonst haben? Drei. Mindestens drei. Mehr können Sie gerne. Jetzt 2 Minuten. Ich mache diese Präsentation erstmal
eine kurze Pause. Sie dürfen 2 Minuten miteinander oder 3 Minuten miteinander diskutieren, von den anderen Informationen, zum Beispiel an der Stelle x gleich minus 1 hat man einen Wendepunkt. Das bedeutet, x gleich minus 1 ist eine Wende. Wendestelle. Und dann noch, die Wendetangente hat die Gleichung minus 12x plus 4. Diese Tangentengleichung, das ist die Kurve und das ist die Tangente, kann mir helfen, den Koordinaten oder die Koordinaten von dem Wendepunkt zu bekommen. Und das ist wieder die dritte Information. Okay? Und dann gibt es noch eine andere vielleicht Information. Keiner mehr. Aber suchen Sie es mal. Ich sage dann nachher. Mindestens, ich habe die x-Achse Schnittstelle, ich habe den Wendepunkt, ich habe die Wendetangente, ich habe aber auch minus 12 hier. Was bedeutet minus 12 x plus 4? Was bedeutet minus 12? Bei einer Steigung, genau. Steigung bedeutet erste Ableitung, das wissen Sie noch nicht. Das habe ich auch noch nicht gesagt, zum ersten Mal. Steigung hat immer mit der ersten Ableitung zu tun. Das heißt, die Steigung an der Stelle x gleich minus 1, der Gradient oder die Steigung ist gleich minus 2. Nochmal, ich habe eine Kurve, zum Beispiel die Kurve sieht so aus. Ja, zum Beispiel, nur zum Beispiel. Und hier ist gerade mein x gleich minus 1. Hier die x ist gerade x gleich minus 1. Ja? Und dann habe ich eine Tangente. Schlechte Zeichnung. Okay? Die Steigung der Gradient, normalerweise als m. mx plus t, kennen Sie ja? Also nochmal, lineare Funktion wird vorausgesetzt. Man unterrichtet eine lineare Funktion, Sie studieren Kollegen. Es ist vorausgesetzt, das heißt, Sie müssen zu Hause nochmal lineare Funktion, quadratische Funktion allein lernen. Ja? M ist gleich minus 12. Das bedeutet, an dieser Stelle, die Steigung der Tangente gerade ist minus 12. Aber auch die Steigung der Kurve gerade auch minus 12. Okay? Die Steigung der Kurve, wieso? Steigung Kurve? Normalerweise Tangente gerade hat Steigung. Stimmt, normalerweise nur gerade hat Steigung, aber Kurve auch hat Steigung. Anderes Beispiel. Ist das Bmax oder Bmin? Bmax. Und die Steigung dieser Bmax ist genauso auch die Steigung der Tangente in Bmax. Ist das eine waagerechte Tangente in Bmax? Ja. In Bmin ist das auch eine waagerechte Tangente in Bmin? Ja. Eine waagerechte Tangente bedeutet, die Steigung ist gleich. Keine Steigung. Steigung bedeutet geringer. Das heißt, erst wenn eine Kurve oder eine Gerade inkliniert wie hier oder eine Tendenz hat, dann hat man erst eine Steigung oder einen Gradienten. Bei Bmax oder Bmin, die Tangente dort und die Kurve dort hat keine Steigung. Deshalb die Voraussetzung für Bmax und Bmin ist die erste Ableitung an x-max oder x-min ist gleich 0, weil die Steigung dort ist gerade 0. Keine Steigung bedeutet keine Nullsteigung. Keine gerade, keine steigende oder fallende Gerade. Okay, jetzt ich
werde für die Steigung eine Gleichung aufstellen, aber ich bitte um Hilfe für dieses Jahr. Können Sie eine Gleichung aufstellen? Für dieses hier y und 4, das heißt, Sie können den Wendepunkt oder die Koordinaten des Wendepunktes bestimmen und können Sie auch eine andere Gleichung aufstellen. Zwei mindestens können Sie jetzt machen. Okay? Zwei Gleichungen. So, wir könnten die Wendepunkt bestimmen von die Tangente. Die Koordinaten von dem Wendepunkt können Sie von Wendetangente bestimmen. Hier ist x gleich minus 1, stimmt's? Hier ist x gleich minus 1. Dieser Punkt, der Berührungspunkt, ist der Punkt von der Kurve, roter Kurve, aber auch gleichzeitig ein Punkt von der schwarzen Gerade. Stimmt's? Die Tangente. Das bedeutet, die Koordinate ist minus 1, irgendetwas. YW, Wendestelle, Y, Wendestelle. Stimmt's? Und wie bekommt man Y, Wendestelle? Einsetzen. Ja, einfach hier einsetzen. Wohin? Ja, hier. In die Wendetangente gerade. Denn dieser Berührungspunkt ist ja the common point. Der gemeinsame Punkt, Kurve, Tangente, hat denselben Punkt. Alles klar? Das heißt, ich setze jetzt hier YW, Y-Wendestelle, gleichzeitig auch Y-Wert von der Wendetangente, ist gleich minus 12 mal minus 1, 12. Plus 4. Das bedeutet, unser Wendepunkt hat die Koordinaten minus 1, 7. Sechzehn. Alles klar, Gimbalee? Aus der Wendetangente. Schnittstelle, eine Gleichung. Wendestelle, die zweite Gleichung. Wendepunkt, die dritte Gleichung. Und dann die Steigung, die vierte Gleichung. Aber die Steigung mag ich. Nochmal. Aus der Schnittstelle, aus der Nullstelle habe ich eine Gleichung. Stimmt's? Okay. Und dann aus der Wendepunkt haben Sie die zweite Gleichung. Aus dem Wendepunkt haben Sie die zweite Gleichung. 89. Aus der Wendestelle 89. Haben Sie die dritte Gleichung. Denn Wendestelle hat die Bedingung 2a. Ist gleich. Verstehen Sie? Überlegen Sie, ich verrate Ihnen noch nicht. Okay? Gut. Jetzt stellen Sie alle Gleichungen als Puzzles und dann lösen Sie sie. Okay. Ich mache erstmal kurze Videospause.